Geht schon los, ne? Ja, es geht diesmal um Kinder. Wir haben uns wieder gründlich vorbereitet, wie Architekten das ja auch tun, wenn sie Kindergärten bauen. Drum werden die manchmal etwas bunt und puzzelig und niedlich. Anderen Architekten ist das gleichgültig. Sie haben das Ziel vor Augen, die Kinder sollen groß werden. Also baut man ja auch eine große Architektur, nur dass man eben die Türdrücker, die Handläufe und Kloschüsseln auf eine andere Höhe anbringen muss. Welches Konzept das bessere ist, das können sich Eltern leider nicht aussuchen, denn es fehlen endlos Kindergartenplätze. Drum haben die Gemeinden sich verpflichtet, schreiben die Zeitungen, bis zum Jahr 2013 für 35% der Kinder Kindertagesplätze zu bauen. Und darüber streitet man sich inzwischen mit der Bundesfamilienministerin, denn es ist noch völlig unklar, wer diese Kindergartenplätze finanzieren soll. Wir zeigen inzwischen Beispiele aus Frankreich, Dänemark und Deutschland, die alle unterschiedlichen pädagogischen Konzepten folgen, wobei das Gemeinsame der Konzepte ist, die Kinder sollen nicht mehr erzogen werden, sondern man will ihnen beim Spielen assistieren. Und dazu muss die Architektur allerdings die Voraussetzungen schaffen. Sehen Sie nach bei uns im Septemberheft.